Eine Frau soll ihre Tochter bewusst mit HIV angesteckt haben und die Medikamente verweigern. Die Medien sind sich einig über ihre Schuld. Wir wollen wissen, was dahinter steckt und fahren nach Österreich. Ja, es ist einfach so, ich bin mit 14 daheim von zu Hause weg, ja. Bis zu dem Zeitpunkt der Diagnose war ich relativ orientierungslos. Ich habe nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe überhaupt ein Jahr lang Drogen genommen zu der Zeit und ich habe relativ ungesund gelebt. Ja? Und ich habe mich dann entschieden, aufzuhören mit den Drogen. Und zum herauszufinden, also ich habe angefangen zum herausfinden, wer ich bin eigentlich, ja? So Schritt für Schritt, am Anfang ganz langsam. Und ich habe mich dann für Therapie entschieden. Weil die haben ja gleichzeitig zu mir gesagt, dass ich noch 4 Jahre zum Leben habe, 3 bis 4 Jahre. Und die haben mir gedacht, ja, das werden wir sehen. Also ich denke mal, dass der HIV-Test ein Schwindel ist. Ich denke mal, dass der HIV-Test auf verschiedene Dinge anspricht, aber ganz sicher nicht auf Antikörper. Von einem Virus, ja. Und warum? Also ich bin gesund, weil ich das irgendwie, das liegt an meinem Charakter, dass ich einfach nicht alles glaube, was man mir sagt. Was mich sehr betroffen macht, ist einfach, dass stock und stursteif behauptet wird, dass es eben dieses AIDS gibt, dieses HIV, und dass da niemand dran zweifeln darf, dass Millionen von Menschen an diesem sogenannten AIDS sterben, laut Statistik. Und man darf das nicht hinterfragen, wieso die wirklich sterben, oder was mit den Tests los ist, ja, man darf das nicht in Frage stellen. War dann Virologe und klärte über AIDS auf an der Universität, bis zu dem Moment, als ein österreichischer Professor Fritz Pohl, mich fragte, ob ich das überprüft hätte. Und ich sagte, das sagt doch die ganze Welt. Und er sagte, er hat nicht die Welt gefragt, sondern mich, ja. Worauf ich einen roten Kopf bekam und das verneinen musste. Die große Leistung von Stefan Lanka ist die, dass er, nachdem ein Virus entdeckt hat, mit seinen Professoren publiziert hat, mit seiner Fachkenntnis die Publikation durchgelesen hat,
in dem behauptet wird, dass das AIDS-Virus nachgewiesen wurde, und dann den Mut hatte, zu veröffentlichen, dass niemals in der ganzen Wissenschaft ein AIDS-Virus nachgewiesen worden ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es, das nicht gibt. Wobei man ja die Nicht-Existenz von irgendetwas eben nicht wissenschaftlich beweisen kann. Das heißt, ich kann, um exakt zu sein, nur sagen, diesen Beweis, dass es HIV gibt, den gibt es bis heute nicht. Die Besonderheit bei HIV und AIDS ist, dass die Entdeckung eines Virus nicht durch die Wissenschaft verbreitet wurde, sondern durch die Politik, durch die amerikanische Regierung, durch Gesundheitsministerin Heckler am 23.04.1984. Und diese Verkündigung von keinem Wissenschaftler hinterfragt werden durfte und diese Verkündigung die Grundlage dafür ist, was die Bundesgesundheitsminister in der Bundesrepublik Deutschland 20 Jahre später als internationalen wissenschaftlichen Konsens bezeichnet. Mit Wissenschaft hat dieses Dogma genauso viel zu tun wie das Dogma der Minderwertigkeit von Juden und behinderten Menschen unter Hitler. Und das muss mal klar gesagt werden. Ich habe dann gesprochen mit dem Robert-Koch-Institut und zwar mit dem Leiter der HIV-Abteilung, das ist Dr. Markus. Und habe gesagt, ja, Dr. Markus, sagen Sie mal, das HIV-Virus ist ja nie nachgewiesen worden. Was sagen Sie denn dazu? Weil Sie behaupten, es gäbe ein HIV-Virus. Und er hat gesagt, Herr Brandstätter, Sie haben tatsächlich recht, wir haben keinen Beweis, dass es das HIV-Virus gibt. Aber wir haben einen wissenschaftlichen Konsens. Können Sie mir einen Beweis nennen, warum HIV AIDS machen soll? Nach meiner Kenntnis hat Professor Gallo, Professor Montagnier das bis heute nicht bewiesen. Aber jedenfalls wissen wir eins, dass es Kranke gibt. Diejenigen, die starben, wie immer sie diese Krankheit nennen. Und deswegen muss es einen Übertrager oder ein Virus geben, wenn Sie annehmen, das ist endogen. Das heißt, das liegt im Erbmaterial, dann können Sie das ebenso wenig beweisen. Und dann stellen wir immer wieder fest, dass es Patienten gibt, die zunächst nicht HIV-positiv sind, aber es nach einiger Zeit sind. Und das spricht dafür, dass der Virus, dass die Virusannahme eher richtig als falsch ist. Ich glaube, jetzt beenden wir AIDS. Okay, danke. Die erste Lifeball Queen. We're from Sydney, Australia. Ja, ich glaube, die Ruhe. Den werde ich haben. Broken promises kills. Broken promises kills. Yeah, broken promises kills. Es scheint uns unglaublich, dass sich so viele Menschen irren können. In Wien findet nicht nur der Liveball und die Welt-AIDS-Konferenz, sondern auch ein alternativer AIDS-Kongress statt. Er steht unter dem Motto AIDS cui bono. AIDS, wem nützt es? I want you to go far with me.
My life did change drastically. I was 29 years old. I had two small children. Immediately I began the cocktail, if you will, the AZT, 3TC, and Crixivan, which was a protease inhibitor. And the doctor that I was seeing, the HIV doctor, told me, you need to make out a will and get your affairs in order. You'll be lucky if you have 6 months. But once my husband found out some of this alternative information, we started doing a lot of research and a lot of reading. And long story short, I made the decision to stop these drugs, that it was the drugs that were causing these side effects and were most likely going to kill me. What I really have the biggest concerns about, especially now being at this conference again, are the women that don't have the support that I have with a husband or with a family, women that are in these situations where their children are being taken, women who have had children that have tested positive, and they're not, none of these women are able to speak out. For me, that's what really drives me to continue to be very public and put a public face on this and a public voice. It's for these ladies that are not able to do that because of threat and fear of having their children taken or having their children drugged. So I'll do what it takes. I'm not getting any answers from the mainstream as to why I'm healthy and why my husband is negative and why I can quit these drugs and all those side effects disappear and how I can live with this for 20 years. And I think it's a crime. It's crimes against humanity and it's crimes against these mothers and children that are having to go through this. And I hate that. So I won't go quietly. I will keep speaking out. And I hope that somebody starts to listen. And I hope that somebody starts to demand answers. I was adopted from Romania in 1990, and my mom and my grandma went to Romania to come and get me. So they had spent 2 months over there to deal with all the adoption and everything. And then I had, in order to come into the United States, I had to get tested for HIV. In Romania, I tested negative, so then everything was fine. We went to the United States, and then in 3 months of being in the United States, I had to get tested again, and I was tested positive. Krank machen ist daran gar nichts. Man kann grundsätzlich krank sein aus verschiedenen Gründen. Und dann wird das Immunsystem sehr aktiv, das heißt, diese Gene arbeiten stärker. Und das kann man messen, zum Beispiel im sogenannten HIV-Test, der aber nicht spezifisch ist. Er misst irgendetwas, irgendwelche Aktivitäten, die aber nicht wirklich einer bestimmten Sache zugeordnet werden können. Und damit ist es so, dass Menschen, die also unter Stress stehen oder Drogen oder manchmal auch nur nach einer Impfung, deren Immunsystem ist einfach aktiver. Und das wird fälschlicherweise in den HIV-Tests für ein Virus gehalten. Okay, der Test ist gemacht worden ohne mein Wissen. Bei einem Krankenhausaufenthalt. Es gibt einen Test, der misst Eiweiße. Und habe ich viel Eiweiße im Blut, heißt es ist positiv. Das sind die sogenannten Antikörpertests. Deswegen muss das Blut einer schwangeren Frau prinzipiell nicht einmal verdünnt werden, zweimal, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal, vierzigmal, sonst ist sie immer positiv, weil die Mutter sehr viel Eiweiß rüberschiebt zum Kind. Ganz logisch, biologisch. Die Leute, die diese Testergebnisse
darüber entscheiden. Ja? Die wissen das. Die haben hier das Handbuch für Ärzte, wo drin steht, nur der Betroffene kann es entscheiden, hier gibt es Schwankungen. Gleichzeitig ist hier die Broschüre für den Betroffenen, wo drin steht, der HIV-Test gibt Sicherheit. Und das, ich denke, ist sehr hilfreich, wenn man das gegenüberstellt, hier das Wissen der Behörden und derjenigen, die das Testergebnis verkündigen und was sie den Betroffenen sagen. Und das ist, denke ich, das Geheimnis der ganzen Geschichte, weil sich die Leute nicht wagen, so ein Verbrechen sich vorzustellen. Dass die lieben Laboranten, die lieben Gesundheitsamtsmitarbeiter an den AIDS-Ambulanzen und so weiter, die das machen, der liebe Arzt, der auch einen HIV-Test machen lässt und das Ergebnis dann verkündet, dass die da alle dabei mitmachen. We wrote to Peter Duisberg after 40 days and nights of this horrible pain. And he wrote back immediately and said, you must take your daughter off the AZT. That is why she's having the pain and all the problems. So we took her off. We never gave her another dose. When we talked Lindy off the medication, she did have leg like pain. Yeah. And she was not growing like she was supposed to. When I was still on it. And my muscles. And she had little skinny arms. And so within 3 days of taking her off the drug, her legs stopped hurting and she started eating and she started drinking milk, which she had always hated before that. And she gained 28% of her body weight in, I believe it was 2 months. Zur Frage, was die Medikamente bewirken, zwei Antworten. A, die offizielle. Es soll die Vermehrung des Virus hemmen. B, die biologische, die wahre, die faktische Antwort ist, die Medikamente machen genau das, was dem Virus zugeschrieben wird. She said that she was the only doctor who treated AIDS patients in Minneapolis at that time, which is just a big lie, but she claimed this credit. And then she said that she attended 12 funerals in the year 1993. And so we're going out of 13 children, we have the only one who lived. Seit 20 Jahren oder sagen wir seit 15 Jahren intensiv immer wieder mit diesem Thema beschäftigt habe und bei der Muriel speziell war das einfach so, dass ich eigentlich die Muriel schützen wollte vor diesem tödlichen Medikament ACT. Der Packung ist ein Totenkopf und die Nebenwirkungen sind wirklich schrecklich. Wenn man sowas liest, dann kann man das seinem Kind nicht geben. Wir haben zwar ein gewisses Maß Freiheit hier, denken wir, in Deutschland, aber diese Freiheit für uns und für unser Kind eine Entscheidung zu treffen, haben wir dann nämlich nicht. Weil es eben ein Glaubenssatz ist, dass HIV-AIDS so tödlich ist und so gefährlich ist. Und dann müssen diese Mütter etwas durchmachen, was sie in einigen Jahren, wird das rauskommen, weil das ja jetzt vermehrt passiert, was sie in einigen Jahren massiv bereuen werden. Ja, es ist, wie das halt so gewesen, ich war ganz normal schwanger, ich bin zum Frauenarzt gegangen und wir haben uns schon eigentlich davor entschieden für eine Hausgeburt, ja. Und ich habe dann den Mutter-Kind-Pass zurückbekommen von der Ärztin mit diesem HIV-negativen Eintrag. Ich war sehr glücklich darüber und es war für mich dann eigentlich klar, dass das jetzt auch klappt. Und ich habe ganz eine normale Schwangerschaft gehabt und eine normale Geburt.
eine schöne Hausgeburt. Dann ist dazugekommen, dass die Muriel eine Bronchitis bekommen hat. Sie ist von unserer Ärztin betreut worden. Und es haben sich dann die Behörden eingemischt bei dieser Bronchitis. Sie haben wollen, dass die Ärztin sie zwangseinweist. Die Ärztin hat das nicht getan, weil die Muriel einfach eine normale Bronchitis gehabt hat. Und am Montag dann hat es geläutert an der Tür und die Behörden mit Kriminalbeamten, ich glaube 5 Personen insgesamt, sind vor der Tür gestanden, sind einfach reingekommen in die Wohnung und haben gesagt, ich soll die Sachen zusammenpacken von der Muriel, sie muss in die Kinderklinik. Als ich dann gemerkt habe, ich habe keine andere Chance, also sie nehmen die Muriel einfach mit, ohne mich, oder bin ich mitgefahren. Dann haben sie gesagt, ja, sie müssen bei der Muriel wieder eine Lungenendoskopie machen. Und sie hatte die Diagnose 99% AIDS gekriegt, damals schon von Anfang an. Und ist halt, man kann sagen, auf AIDS behandelt worden und nicht auf diese Bronchitis. Ja. Sie haben behauptet, sie hat eine Lungenentzündung. Also haben diese Lungenendoskopie wieder durchgeführt mit Narkose, mit allem drum und dran. Da durfte ich nicht dabei sein. Und sie haben dann behauptet, die Muriel hat wieder eine Pneumozystis, also eine Lungenentzündung. Dann haben sie noch den Verdacht auf Schweinegrippe ausgesprochen. Und verschiedene Entzündungen und alles Mögliche. Ja, und es war dann so, dass die Muriel zum Entlassen war. Und das aber sie mich nicht gehen lassen haben wieder. Und das war dann war der Tag, ich glaube, ein Tag vor ihrem Geburtstag oder 2 Tage vor ihrem Geburtstag, da war ich mit der Muriel im Zimmer und es war so, dass die Muriel immer geweint hat, wenn ich weg bin von ihr. Und ich habe dann eine Krankenschwester gefragt, ob sie kurz auf sie schaut, weil ich duschen gehen habe wollen. Und wo ich dann aus der Dusche rauskomme, war der Bezirkshauptmann in meinem Zimmer, der Deutsch Landsberg, der Herr Theobald Müller. Ich habe sofort gewusst, was jetzt los ist. Ja. Und ich bin aber dann aus dem Zimmer raus und habe die Krankenschwester gesucht, der, wo ich die Muriel gegeben habe, und habe gefragt, wo ist jetzt die Muriel? Und sie hat fast geheult eigentlich, sie hat fast geweint und hat zu mir gesagt, ich habe sie nicht mehr. Ich meine, wenn du 7 Polizeibeamte brauchst, um ein Kind entführen, die Lifte alle sperrst, ich meine, du musst ja Angst haben. Ich habe nämlich schon gedacht, gell, ich habe sie nicht gecheckt, bevor die Muriel entführt worden ist, habe ich schon Leute gesehen am Balkon. Und ich habe nicht damit. Vielleicht hätte ich auch deine Bahn nicht gekriegt. Gell. Das wäre vielleicht gar nicht gut gewesen, wenn ich es gemerkt hätte. Weil dann hätte ich die Muriel nicht hergeben. Dann hätten sie mich echt psychiatrieren müssen. Niederspritzen. Und noch viel schlimmer ist es doch, wenn eine Mutter zusehen muss, ja, wie der Staat ihr Kind wegnimmt und mit diesen Medikamenten scheibchenweise vergiftet. Das ist das Bestialischste, was es überhaupt jemals gegeben hat. Die offiziellen Medien zeigen an unserem Film kein Interesse. Wir suchen nach neuen Finanzierungsquellen. Wir haben einen Trailer ins Netz gestellt und gefragt, ob diese Geschichten erzählt werden sollen. Es kommen so viele Spenden zusammen, dass wir weitermachen können. Thank you.
Puste inn, løfte armene ut til siden. Pust ut. Bøy beina dine, gå eller hopp ut. Til brei beinstilling. En beinlengde. Igjen trikonasana. Vri. Og så går du ut igjen. Og kjenn at du virkelig forlenger ryggraden. Holder brystet åpent. Tar et godt tak ned på leggen. Vri. Prøv å holde armene ute, så du tenker at energien beholder seg i kroppen. Så tar du 60 grader inn på høyre. Well, I went to this controls or the examination they have while you're pregnant. I went to the hospital, and when I was 8 months pregnant, they said they were going to take a test from me. This was in 1987, and then they told me after that this test was. They suspected it to be positive for HIV. And I had to take another test, and my husband as well. And then they said we both had this HIV too. I was in the risk group because my husband came from West Africa, Ivory Coast. And even though I didn't feel sick or anything. I never felt anything was wrong with me. But that's the thing that's hard to explain because I had to relate to it. I had to. It was no other way. And I had to focus. Luckily, I had my daughter and I just focused all my energy on her. In all her growing up and so I focused on being healthy and living with her. So we had a great life. And I never even one day thought about death. I never believed that what they told me about death. I never believed it. Got divorced when our daughter was nearly a year. Yeah. It was hard for him to cope with the virus and the people telling him that he was going to get AIDS, and he just got very angry from it. Yeah, it was in 2001 I met a guy, and we developed a relationship. And I told him, before we were intimate, I told him about the virus. And it was never a good relationship. Yeah, he was not a kind man. He was violent to me several times. And there was one episode when he almost killed me. It was after that I managed to come out of it. And I was sitting in my office and I got a phone call from the police saying he had reported me for giving him or exposing him for the virus. And then we appealed. There was another trial. Of course, the reason why we appealed was to lower the sentence or to get a new perspective on the case. But it ended up, I could feel already when I came into the courtroom, I could feel the judges, I could feel the energy. I felt that this is not going well. This is not going well. And I felt judged already. And then they doubled my sentence. So they gave me 2 years inside prison. And I went to prison the 8th of October. It was a rainy day, a very cold autumn day. My daughter went with us. It was a photographer driving us, and my
my friend always also join us. And it was just terrible. It's the worst day of my life. And now with the prison behind me, or just come out of the prison now, so I start to see my life in perspective. Oh, wow, have I been through all this? And all because of this diagnosis? It's so crazy because I feel robbed. A place inside I feel, wow, but who did this? I was always a healthy child and healthy person, very creative, and I think I'm pretty strong, both physically and psychologically. I had a breakdown, of course, during this, but I feel I'm now starting to come out. Wondering what's it gonna be with me? Do I still have a life? I know I have. Well, it's a huge subject, a lot more to it than I first thought. And in the beginning, it's so much to read, and you don't know what to think and what to believe. And then my mom said something, and her doctors said another thing. And yeah, some people over in the U.S. said something. And so it was very confusing. After a lot of reading, I understood that the main picture that we are served by the media and the government didn't seem so right to me, that it might be something that they made up. But it's still a bit confusing to me what is really the truth. My dad, I have not had contact with him for about 12 years, but he contacted me it's 1 year ago now, and we went to visit him in March 2010, and he was very healthy, and he has never been on the HIV drugs, or he claims that he doesn't have the HIV virus. Maybe that's true. He has 7 children, and none of them are sick, and none of their mothers. They have 5 different mothers, and all of them are healthy. Well, I hope that the people that watch this maybe think twice about what is really the truth. And normally when I speak to people about this subject, they tend to distance themselves, or they don't know enough, so people think it's the safest maybe to believe the so-called experts and the doctors. And I think maybe if people can hear stories from people that have actually experienced both sides of this, that it's easier to believe that maybe we are being tricked. Asked that she had breast cancer, so she had to take 2 operations. So she was really in a bad shape. Like me. But now she's well again. Like me. Right? Bare et
slutter igjen si så like. Vegen lystig og vegen vann. Danse min vise boten. Als nächstes geht es nach Russland. Hört man doch, dass dort die AIDS-Epidemie besonders stark wütet. Беременные женщины сегодня во всем мире, не только в России, во всем мире страдают от этого ВИЧ-тестирования. Они практически, кто-то даже кончал жизнь самоубийством. Кого-то заставляют делать аборт, заставляют принимать эти токсические яды и таким образом губить жизнь детей, то это, основываясь на том, что это, в общем-то, ложный положительный тест, рушит так нации, не только российскую нацию. Так, в общем, это было. Потом я оттуда ехала, в общем, в «Газели» домой. Я вообще на людей как бы, ну, я как зомби была. И, то есть я не понимала вообще, как мне быть же дальше. Вот как, ну, ребенка же я ждала. Это я на третьем месяце беременности была. Вот, и, в принципе, я не знала, как мне дальше жить. То есть у меня был полный провал, полный крест на моей жизни. Просто вижу, она плачет, Татьяна. Вот. Потом она мне сказала, я узнала. Я стала сразу успокаивать. Я говорю, не смей даже об этом думать. Это неправда. Почему я так решила, не знаю. Я как-то относилась вроде бы как... Читала в газетах. Думаю, ну, есть такое или нет, не знаю. А когда коснулась лично моей Татьяны, то я сказала, что, говорю, этого нету. Таня, не плачь, это все, говорю, деньги делают. Я просто так чисто от себя сказала. Говорю, это большие деньги здесь замешаны, это все бизнес, говорю, на этом. Я почему-то так решила сразу. Почему, я даже сама не знаю, я не врач, не медик. Вот, и ее успокоила. Вот. Ну, она вроде успокоилась, мы стали, как говорится, ребеночка ждать, она беременная. И все пошло, как говорится, нормально. Но она ходила в этот центр. Вот. И когда вот родила она, мам, надо было поить этой отравы. Вот. А я думаю, ну что она дает? Ну зачем она ее дает? И спрашивает, мам, ты поила? Ты поила? И у нас ребенок стал, это, родился хорошенький, здоровый, 3200. Такая девочка хорошая родилась, да? При таком весе нормальная. И вдруг стала она у нас это увидать. Wenn ich aber dann heute beispielsweise in der Schwangerschaft einen HIV-Test mache, ja, wo wir wissen, dass in der Schwangerschaft so viel Antikörper gebildet werden, dass dieser Test einfach leichter positiv ausfällt. Ja. Und dann dieses Ergebnis genannt kriege und dann noch gesagt kriege, jetzt schäde ich mein Kind. Ja. Ich muss jetzt die letzten Monate der Schwangerschaft, muss ich da auch noch diese toxischen Mittel nehmen, damit deswegen angeblich das Kind nicht positiv wird. Ja. Ja, wenn ich mich dann nicht damit befasse, dann muss ich das ja tun. Das ist genau das, was ich immer wieder erlebe. Die Menschen haben Angst davor, ihrem Kind zu schaden. Welche Mutter will denn ihrem Kind schaden? Also denkt sie, es kann doch kein Arzt ihr ein Medikament verschreiben, was dem Kind schadet. Ja, also nimmt sie das. Zumal sie da sogar auch angeklagt wird eventuell. Давайте сразу с терминами тоже договоримся, что это не диагноз, это ложноположительный тест, который при беременности, к сожалению, появляется, потому что у беременных женщин много антител появляется, это может быть связано с резус положительным, то есть это ложноположительный тест,
Беременным женщинам надо жить дальше, рожать своих детей, кормить грудью и ни в коем случае не принимать никакие токсические лекарства. Самое ужасное во всех этих медикаментах то, что они все абсолютно действуют на костный мозг и на лимфатическую систему толстого кишечника. Это две, так сказать, два органа, которые являются органами иммунитета. То есть эти препараты разрушают иммунную систему и приводят действительно к СПИДу. И люди, принимающие эту терапию, действительно могут умирать от СПИДа. Über drei Jahre auf jeden Fall Minimum war jedes Jahr die gleiche Todesrate, um die 7.000. Ja? 87 waren 70.000. Die zehnfache Menge sind plötzlich 87 gestorben und 88 genauso. 88 war bei uns dieses Ergebnis rausgekommen. Wenn ich das alleine angucke, mit Einsatz dieses Medikamentes ist die Todesrate verzehnfacht worden. В этих вкладышах ко всем этим препаратам везде написано, что эти препараты могут вызывать смертельные исходы. Они написаны по-разному, но одно качество, то, что такой препарат может приводить к смерти, это уже говорит, наверное, о многом. Единственное светлое пятно было вот из всего этого, это сама Лиза, моя дочка. А то, что вот радости, вот этого вот всего, что должно быть вообще присутствовать при этом, у меня не было. Понимаете, мне сказали точно, что этот ребенок не рожден для того, чтобы долго жить. То есть мне это говорили, в принципе, предлагали изначально сделать аборт. Ну, то есть вот я рожала ребенка с мыслью, что он умрет, понимаете? То есть я тогда верила официальной медицине. Вот это обязательно скажите, потому что... Нет, вы знаете, мы как закончили, мы пили бисептол, и где-то ребенку был уже где-то год. Год Лиза исполнилась, и я в газете случайно, наша газета «Оренбургская яйка» называется, я увидела статью Агеева, СПИДа нет. В ней он писал, что препараты АЗТ имеют смертельный исход. То есть есть такая вот статистика, есть такое, что от этих препаратов умирают люди. Вот. И тогда я задумалась, мы же пили 2 месяца вот это лекарство. Я когда нашла его, я услышала в трубке его голос. Вы знаете, я не могла долго прийти в себя от слез. Я просто плакала. Я так была рада, что я услышала его голос наконец-то. И он спросил, я ему сказала, что нас лечили АЗТ препаратами. Ну, якобы при беременности говорят, что это от вируса, в общем, защита. Вот. Он спросил, какой срок мы принимали эти препараты. Он, когда я сказала, он сказал, какой ужас. Вот, бросайте немедленно все это, восстанавливайте ребенка натуральными средствами, вот, и ходите к нормальным врачам, к хорошим, которые лечат настоящие болезни. И когда мы перестали поить ребенка этими препаратами, ей стало становиться лучше. У нее повысился гемоглобин, у нее все показатели вошли в норму. Здесь был вот номер, обозначающий число, под которым ВИЧ-инфицированные пишутся. То есть это было вот здесь. Это я заклеила просто это все. Стесняется. Улеглись и не хотят уходить. Лиза.
Подчеркните то, что ребенок очень развитый. То есть она развита не по годам, она развита, у нее уровень развития. Понимаете, она у меня вот в школу еще только пойдет, то есть она научилась сама полностью читать. Я постоянно в работе, мне некогда с ней заниматься. Мама тоже, она то готовит, то, в общем, гуляет с ней на улице. Она закрывает дверь, она учит, все познает сама. Это настолько умный ребенок, то есть она может разговаривать с цитатами, то есть мы с ней не занимаемся, но она берет вот все сама. Она как губка все вот хорошее впитывает. Преподаватель ее просит почитать другим детям. То есть на танцы она у нас ходит бесплатно, потому что ее отобрали так, как она вот худенькая, гибкая. То есть ее у нас взяли бесплатно, между тем, что другие родители за это платят деньги. То есть официальная медицина говорит, что такие дети умственно отсталые. Бедный мой павлин. Ага. Сейчас попробуем. Такое, да? И это снеговик. Ну давай, сделай скайп. Вот снеговичок. Так мама все вязала. И стол мы сами делали со стульчиками из картона. Вот, вот Таня делала это все. Вот этот столик и стульчики не купленные. Это Татьяна сама делала. Сейчас я... Она мне как-то один раз заявила, что она хочет быть врачом. Ну, я не знаю, я как-то это... Я к этой профессии очень плохо отношусь, очень. Когда мне посоветовал инспектор написать куда повыше, у меня тогда возникло такое решение, почему бы не написать Путину. Тогда он у нас был президентом. И я писала письмо, я его писала всю ночь. А много слез пролила. Вот, вот оно, это письмо. Могу зачитать. Но почему мне и моей семье с моей дочуркой и моей мамой не дают спокойно жить? Мне и дочке... Не нужно никакой помощи от государства. Я работаю и обеспечиваю свою семью достаточно хорошо. Я просто очень хочу, чтобы нам не мешали жить и радоваться жизни. Врачам спеццентра после всего случившегося я больше не доверяю. И ребенка своего буду защищать от них всеми доступными средствами. Инспектор из прокуратуры мне сказал, что если у ребенка возникнет критическая ситуация с здоровьем, то у меня ребенка заберут. И будут лечить государственными методами. И вы знаете, они молчат. Молчат спидологи, не трогают нас. Потому что у ребенка, как бы они ни хотели, против, вот, что, как и по их предсказаниям, ребенок будет болеть, и в конце концов он умрет там или от пневмонии, или чего-то, как мне говорят, ребенок не болеет. То есть она болеет реже других детей. Поэтому меня не трогают. Куда вирус? Когда ребенку выписывали ретровир, все, я бросила, написала отказную в этот в спеццентр. Врач дала заключение. Это заключение в письменном виде у инспектора, что у ребенка прогрессирует вирус. На тот момент ей был год и два. Сейчас ей 7 лет. Где вирус? Мне вот этот вопрос очень интересен. Куда делся вирус? Почему другие дети чаще болеют, чем мой ребенок? То есть у меня много вопросов по этому поводу. Путин говорил это в 2005 или 2004 году на какой-то пресс-конференции, когда его спросили о том, что почему правительство России не выделяет достаточное количество на лечение СПИДа, он сказал, что у нас нет эпидемии. Но тут же начались такие злобные вопросы, он встал, ушел. Эта информация прошла один раз, больше она нигде не появлялась. Wir versuchen, einen Interviewtermin mit Herrn Putin zu bekommen, doch leider hat keine Zeit.
Я вообще сама болею редко. Я за 16 лет ни разу не была в отпуске. Я каждый день работаю, то есть без перерыва. Вот как бы это вот я сейчас вам уделяю время, а так я постоянно в процессе работы. То есть мне останавливаться нельзя. Я никогда никуда в отпуск не ездила, то есть кроме декрета. Вот. И вот, вот так. То есть физически болеть. Простуду я болею раз в год. Ну, в принципе, как все земные люди. Вы знаете, я долгое время, вот как я родила Лизу, я ни с кем серьезных отношений и вообще просто встреч я избегаю. Я, во-первых, я никуда не хожу. Дело в том, что как бы попытки есть со мной познакомиться, но мужчины, они не понимают этого поведения моего. Но я как бы для себя поставила крест на этих отношениях, потому что существует уголовная ответственность. Это вот по суду все вот это расследовать, вот именно мой конкретный случай, то, что нанесли не моему ребенку, то, что вот я грудью не кормила, то, что вот мне каждый раз говорили, что мой ребенок умрет, то есть с моральной точки зрения, да, то, что химикаты, вот эти побочные действия от этих химикатов, то есть были у ребенка, то есть ребенок вообще был на грани, то есть направили в инфекционную больницу, то есть полностью вот, если вот это все судить, по, допустим, по этому, то, в общем, спидологи мне не должны деньги в размере, что можно позволить себе купить виллу на берегу океана. То есть он мне вот так вот сказал. То есть то, что они мне нанесли. Вот. Она мне стала говорить, зачем рожать, делай аборт. У нас тут все больные уже, там по статистике 10 человек в поселке за год вот такие. Кто-то рожает, а в основном идут все сразу на аборт. Ну, говорит, будешь пить лекарства, раз будешь рожать. Но все шло на то вначале, чтобы я не рожала. Угрозы какие-то, зачем тебе, проживет 3 года, умрет в страшных болезнях. Was bei uns undenkbar erscheint, in einer kirchlichen Beratungsstelle bekommen Tamara und Ivan Informationsmaterial, das sich kritisch mit dem Thema AIDS auseinandersetzt. Нас просто выслушали. Выслушали, да, хорошо так и как бы. Женщина просто книжечку дала одну. Как-то все. Мы поехали домой сразу. Все прочитали. И чем дальше читали, тем больше удивлялись, что все это выдумка. Вот так. Ну, в общем, нас очень там поддержали. Как бы можно сказать, что даже это. Заново родились, да, там. Та инфекционист, она
дала направление жене моей, чтобы я тоже сходил, сдал анализы. Ну все, я думаю, ну надо сходить, что. Думаю, может, действительно и у меня есть. И пошел, сдал. И потом, когда результата, жена сказала, что у тебя, говорит, не нашли. Ну, думаю, как так? Думаю, вроде бы вместе живем. Столько лет уже. Странно, может. Для меня это вообще было как бы очень странно. Как так, думаю, этого не может быть, думаю. Все и. Никакой там путь передачи, половой, заразной, этого нет. Спит болезнь, которая никаким заразным не является и не передается никаким, ни половым, ни каким другим путем. 1987 ist eine Studie in deutschen Gefängnissen begonnen worden, weil man untersuchen wollte, wie ansteckend diese Erkrankung ist. Und man wusste, dass täglich ungefähr 20.000 Drogenabhängige einsitzen. Man wusste, dass in Gefängnissen Spritzenaustausch stattfindet. Und man wusste, dass Geschlechtsverkehr stattfindet. Beides Aktionen, von denen man sagte, dass sie die Ansteckung dieser Erkrankung fördern. Und hat dann alle Insassen getestet und hat alle, die reingekommen sind, frisch reingekommen sind, getestet und hat die, die rausgekommen sind, getestet. Und das wollte man von 87 bis 97 über 10 Jahre dann machen. Aber nach 2,5 Jahren war null Ansteckung bis zu dem Zeitpunkt, da hat man diese Studie unterbrochen, im Gegensatz eben zu dieser Studie in den USA, die ja 10 Jahre dann durchgeführt worden ist und auch null Ansteckung gezeigt hat. Они подходили ко мне с бумажками после родов прям. Она там у меня лежит на столе, вся уже обработанная. Они ко мне с бумажками бегают, вот пиши отказ, вот пиши, чтобы грудью не кормить, вот пиши, что лечить будешь, вот пиши, что это вот. А я ничего не... Вот так вот. Ничего не стала подписывать. На своем стояла. Вот, да, вот год было затишье какое-то. Все, и вот мы, видимо, в это время... Решили еще лялечку. Сфотографируй угу. Нас, пожалуйста. Угу. Еще Сережа. Вставай тоже. Принципиально мы не сдаем, потому что так вот ни за что клеймо поставить. Конечно, нужно приложить огромные усилия для того, чтобы прекратить тестирование на ВИЧ по всему миру, прекратить это тестирование, потому что кроме геноцида не несет ничего. И нарушение прав, особенно женщин, потому что их теперь больше стало из-за того, что стали тестировать беременных, это должно быть прекращено не только в России, а вообще во всем мире. Ну, мы правильно вот, мы правильно сделали. Даже ну, сейчас видим, что действительно не зря боролись. Радует нас. Да, детишки радуют вообще, не знаю, можно, как говорится, бороться. Am Tage unserer Rückkehr aus Russland stirbt Carrie. Schon Wochen vorher haben Blogger ihren Tod verkündet. Sie sind sich sicher, dass sie an AIDS gestorben ist. Aber was ist wirklich geschehen? Through all the years of pain, throwing up, terrible migraines and slowly killing her body, my mom faithfully homeschooled me and my brother, still with a smile on her face. She wanted the best for us. We found out August of 2010 that my mom hadn't endured all her pain yet. She had a terrible wound in her colon. The medications had eaten away at it over the years. It took 2 months to find a doctor who would operate on my poor mother, who almost bled to death just because she had an HIV positive status.
They then poisoned her yet again with more black box drugs in October of 2010 in Orlando Hospital. Ganciclovir, the side effects churn my stomach. And I believe that this was just the final kick in the dirt for my mom. But no, the hole in her colon wasn't the last of the things the drugs did to her. She started going blind in her eyes December of 2010. And doctors threatened her that she would continue to go blind without taking ganciclovir tablets. Those drugs were the final end, in my opinion. She slowly lost her sound mind. And it saddened me to see that this strong, bold, hot-headed woman was now quiet. I can't stand people. I have come to the point of hating a lot of people. God can only help me. These people out to help us, called doctors, pharmacies, our government, yeah, they killed my mom. Thanks for helping. Mama was born July 26, 1966, and was born into eternal life April 26, 2011. Da, in dem Moment, wenn du Carrie sagst. Sie ist jetzt da. Ich habe die Carrie zwar nicht gut kennt, aber es war jemand, wo an meiner Seite für die Wahrheit gekämpft hat. Und ja, und wenn es dann so ändert, ja, es hat mich schon getroffen natürlich und traurig gemacht, aber ich habe mich da nicht richtig, ich kann mir das nicht leisten, da richtig reinzugehen, weil das ist dasselbe, wo mein Mann gestorben ist. Ja, ich hab da nicht in die Trauer gehen können, so wie andere Leute es machen, weil das wird ja gleich wieder gegen mich verwendet vom Jugendamt. In einer erschütterten E-Mail hat Leonhard Sebald wörtlich geschrieben, heute bin ich gestorben. Wenn man sich bewusst macht, was er mit dieser Aussage eigentlich bewirkt hat. Er hat mit sich selbst, mit dem Leben abgeschlossen. Er hat diesen Druck, diesen immensen Druck der Behörden und der familiären Belastungen einfach nicht mehr ausgehalten. Hat sich von dem Moment an zurückgezogen, war wochenlang unauffindbar und ist kurz nachher dann total abgemagert und dann in einem Spital in Dornbirn gestorben. Ich habe dann versucht zum rauskriegen, warum er gestorben ist. Das habe ich was bis heute noch nicht wirklich. Ich habe gesagt, Lungenembolie. Wenn man zu dir sagt, ja, du hast einen tödlichen Virus, was bleibt dir da eigentlich anders übrig als dran zum Sterben? Und das die ganze Zeit permanent, oder? Wird dir das eingeimpft? Und eigentlich empfinde ich das alleine schon als schwere Körperverletzung und Psychoterror. Wobei der Aspekt da noch gar nicht bedacht worden ist, dass die Todesangst ja gar nicht rausgeht aus dem Menschen. Und eben die ja, wie wir alle wissen, für sich selber eigenständig wirken kann. Das ist erforscht worden in den 70ern. Also es ist eigentlich normal, es geht allen Eltern so, dass wenn ihre Kinder ihnen entzogen werden, das ist ein Horror. Das ist nervlich, psychisch, körperlich fast nicht zum Ertragen. Ja? Also wenn ich da jetzt eins und eins zusammenzähle, dann wollen die mich eigentlich ja praktisch umbringen. Ja?
Und dann habe ich mit dem Gericht von Deutschlandsberg Kontakt aufgenommen. Das ist eben der Leiter des Gerichts, ist der Herr Dr. Bob. Und der hat mir angeregt, juristisch gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit. Er wollte sich aber dazu nicht äußern. Aber er sagt, wir sollten noch eine Demonstration machen mit den Bildern von der Muriel drauf und von der Bezirkshauptmannschaft Druck machen den Herrn Müller mit vielen Demonstranten. Also, ich habe dann erfahren von der Barbara, dass der an einem Samstagvormittag einen Autounfall hatte und in der Klinik liegt und seine Frau mit einem anderen Auto auch am gleichen Vormittag auch einen Unfall hatte und auch verletzt in der Klinik liegt. Und das kam mir sehr, sehr sonderbar vor. Nach Wochen, nachdem er wieder zu sprechen war im Gericht, habe ich ihn gefragt, Herr Dr. Bob, sagen Sie mal, ging denn das mit rechten Sachen zu beim Unfall? Hat er gefragt, warum? Habe ich gesagt, ja, am gleichen Vormittag, Sie und Ihre Frau, das kann doch nicht zufällig sein. Woher wissen Sie das? Hat er mich gefragt. Ich habe gesagt, ich weiß das von der Frau, von der Barbara Sebald. Ja, und fühlen Sie sich bedroht, habe ich ihm gefragt. Er hat gesagt, dazu äußert er sich nicht. Und er findet auch die Frage ganz komisch, was ich damit bezwecke. Und dann habe ich gesagt, ja, können Sie mir einen Tipp geben, wie man jetzt der Muriel weiterhelfen könnte? Er möchte sich, hat er gesagt, zu der Sache nicht äußern. Für ihn, er möchte mit der Sache nichts zu tun haben. Juristisch gesehen würde ich so sagen, die Staatsanwälte, die sich dafür positiv einsetzen, die werden auf Weisung, obwohl das ja verboten ist, ersetzt durch andere Staatsanwälte, die anderer Meinung sind, Gott sei Dank die schulmedizinische Meinung sind. So, bei den Richtern wird es ähnlich sein. Ich denke, die Trennung zwischen Justiz und Verwaltung und Exekutive, die ein Verfassungsrecht ist, die wird untergraben und das schon seit Jahrzehnten, nicht erst mit dem Fall AIDS. Nicht? Das muss ja, die Muriel hat jetzt diese Gehbehinderung und das ist so furchtbar zum Anschauen. Ja. Der linke Fuß dreht sich so rein und sie streckt beim Gehen die Füße nicht richtig aus. Ja, ich denke mal, was ihr wirklich helfen wird, wenn sie wieder bei mir wäre. Ja. Wenn wir als Gesellschaft hier da nicht einschreiten, denn sind wir nicht Mensch und werden auch keine Zukunft haben. 20 Millionen, это все. Особенно то, что в Африке, что там достаточно болезней. Холера, малярия и туберкулез. И те врачи, которые работали в Африке из России, они все говорили, что никакого СПИДа там нет. Там есть все старые болезни. Бедноты, нищеты, плохая вода, плохое питание и все остальное. Und dann die Eigenschaften in den Industrieländern, 80% Männer daran sterben und 20% Frauen und in Afrika 50% Männer, 50% Frauen. Es gibt es nicht. Es gibt kein Virus, was solche unterschiedlichen Eigenschaften hat. Das passt also für einen Virologen passt das überhaupt nicht. Und da habe ich zum ersten Mal afrikanische Ärzte gesprochen und die haben ganz klar gesagt, wir kriegen mehr Gelder, wenn wir den Patienten AIDS-Patienten nennen und nicht, wie wir vorher benannt haben, nämlich Tuberkulose-Patient oder Malaria-Patient und wir kriegen für den Tuberkulose- und Malaria-Patient eben sehr viel weniger und warum soll ich ihn denn nicht so nennen? Die haben das teilweise auch ganz klar so benannt. Think about Africa. Oh, that really makes me so sad. And we drop the bad drugs there. We sell them cheap. All these kids. It's so sad. Es ist ein sehr großer Irrtum und zwar ein fataler, der dazu führt, dass eigentlich in der Welt seit 25 Jahren ein Genozid stattfindet. Этими лекарствами не нужно войну начинать. Вот этими лекарствами мы разрушим людей, которые не нужны. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt seit kurzem sogar, dass alle homosexuellen Männer unabhängig von ihrem HIV-Status vorbeugend die AIDS-Medikamente nehmen sollen.
Damit soll das Ansteckungsrisiko vermindert werden. Für mich heißt es Völkermord. Nicht? Ich bin Jurist, ich bezeichne das als Völkermord. No doctor has ever asked me how and why I'm so healthy and why it's going so well or encouraging me in any way or being interested in me. And I remember I asked my doctor here in Stavanger about that. Wouldn't it be, isn't it fascinating? Wouldn't you like to study me? I was like, oh. But they look at me like I'm a strange, what she thinks she is. We know more about this than you do, but I'm living it, you know? And I'm healthy. And he was angry. He came into the room in the office and he sat himself down in the chair and he crossed his arms and he stared at me. And I said, you know, this is what I've chosen to do based on all this information that I've seen. And I said, have you ever looked at any of this information? And he said, no. And I said, well, would you like to see any of this? Would you like to know why I've made this choice? And he said, nope. And he said to me, he looked me right in the eyes and he said, you have done a very stupid thing and you will be dead very soon. And that was April of 2007. My response to him was, that's funny because right now I'm feeling pretty good. Исходят с этой теории так называемой ВИЧ-СПИДа, это только показывает на такой глубокий кризис медицинской науки мировой и на абсолютную безнравственность наших международных организаций, Всемирной организации здравоохранения и Объединенных Наций. Wir wissen, da wird verbrochen und die Bürger gucken zu. Wir zahlen die sogar mit unseren Steuern. Das Blöde ist nur bei AIDS, das hat man ganz super eingefädelt, dass sich fast niemand betroffen fühlt, ja, weil und dass die Betroffenen das Programm am Laufen haben, ja, dass sie meinen, sie müssen sterben, wenn sie die Medikamente nicht nehmen. Und die, die sich nicht betroffen fühlen, die beschäftigen sich eigentlich nicht mit dem Thema, ja. Obwohl da tausende Kinder als Versuchskaninchen missbraucht werden, ja. Aber anscheinend ist die Gesellschaft so programmiert, dass sie das alles nichts angeht. Dass eigentlich alle Kinder unsere Kinder sind, ja, auf dieser Welt. Но власти у нас не хотят об этом говорить, избегая любой вопрос на эту тему. Некоторые врачи боятся за свою репутацию, за работу свою, соглашаются с этой лживой точкой зрения. Это у них приказ, как ни шагу назад. Но люди все равно распознают этот конец, как говорится. Людей трудно одурачить. Рано или поздно люди восстанут против этого беспредела. Поднимутся на защиту своих детей. Also ich habe so gehandelt, ich habe mir dann 100 Bücher gekauft und bin monatelang in Berlin rummarschiert zu Ärzten, Apothekern, dann Heilpraktikern und auch zu Anwälten und von Tür zu Tür überall in die Gaststätten und so weiter und habe mit den Leuten geredet und wollte das Buch verkaufen. Ich habe sehr wenig Resonanz gehabt, aber immerhin wusste ich dann, jeder fünfte Arzt in Berlin weiß, dass es eine Lüge ist, dass es das Virus gar nicht gibt. Bürger, die diese Fakten zur Kenntnis genommen haben, und es sind über die Jahre einige tausend, dass die allermeisten von denen passiv geblieben sind und nicht sagen, wir gehen jetzt an unseren Abgeordneten, also unseren Stellvertreter, der die Gesetze macht und über die Einhaltung der Gesetze wacht, also der Parlamentarier, auf Gemeindeebene, auf Kreisebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und sagt dem, hier wird gelogen. Das Wissen darum, dass alles wieder früher oder später in Ordnung kommt, die Gewissheit, ja, dass es Naturgesetze gibt und dass sich alles irgendwann wieder ausgleicht, ja.
das gibt mir die Kraft und die, also auch die Natur, ja. Ich gehe irrsinnig oft da an den See und verbinde mich einfach mit den Elementen und das gibt irrsinnig Kraft. Und was mir geholfen hat, da von den Medikamenten wegzunehmen, war die gesunde Ernährung. Und das Gesündeste, was es eigentlich gibt bei der Ernährung, ist, Sachen, wo auf der Wiese wachsen, zu essen. Da sind die ganzen Mineralstoffe drinnen, ganz frisch. Und es ist so, dass unser Geschmackssinn diese Geschmäcker nicht kennt und sie eigentlich dann als bitter einstuft. Und wenn man das immer wieder probiert, zum Beispiel Löwenzahn oder Gänseblümchen oder Breitwägerich, wenn man das immer wieder isst, ja, dann hat man erstens die Bitterstoffe, die man so nötig braucht. Man ist dann immer übersäuert und man kriegt ganz viele Mineralstoffe und Vitamine gratis von der Wiese für den Körper und das lebt noch. Und ja, das hat mir geholfen zum Entgiften von diesen schädlichen Medikamenten. I think you have to keep smiling, no matter what you're going through. It's just life. You just have to deal with it. Wenn man wirklich krank ist, wenn irgendwas passiert im Körper, wenn er aufzeigt, da stimmt was nicht mit mir, dann muss man auf das anfangen, muss man anfangen damit zu arbeiten, drauf zu hören, was will mein Körper mir sagen. Und dann kann man auch verstehen, dass da ein Konflikt dahinter steckt. Und dann kann man sich das anschauen und kann sich selber heilen. Man braucht keinen Arzt zum gesund sein. Es gibt noch eine Übung, eine Urübung. Und zwar, da nimmst du ein Holz und schlagst herum, ja, dass die Aggression hochkommt und dann schreist. Спасибо за все, что случилось. Значит, так нужно было. Мы научились искать правду и нисколько не жалеем о пройденном пути. И счастливы очень. Father, sunshine over me, your child.